Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister, ich denke, es ist und bleibt ein Skandal, was Sie uns bisher hier vorgelegt haben. Soll es wirklich wahr sein, dass es in Ihrem Ministerium möglich ist, jahrelang Geld für eine Arbeit zu bekommen, die man nie leistet? Gibt es nicht wenigstens eine Anwesenheitskontrolle? Herr Stotko hat es eben angesprochen, 28,5 Stunden Arbeit nicht geleistet, jede Woche, ist nicht aufgefallen. Und Herr Stotko, ich gebe Ihnen recht, es ist nicht die Aufgabe des Ministers, die Anwesenheit zu kontrollieren, aber es ist die Verantwortung des Ministers, dass es niemand anderes macht. Fazit des bisher Bekannten, der aktuelle Stand der Absprachen mit Herrn Wendt ist nicht in der Personalakte dokumentiert. Man hat sogar Pensionäre angesprochen und widersprüchliche Aussagen bekommen. Mündliche Absprachen wurden nicht dokumentiert. Kurz, das Ministerium weiß selbst nicht, was mit Herrn Wendt vereinbart wurde. Der Minister hatte keine Ahnung. Nun, das haben wir schon öfter gehört, das ist nichts Neues. Aber erschreckend ist, dass anscheinend bisher das Ganze niemanden interessiert hat. Also Gehaltszahlung ohne Arbeitsleistung hat niemanden interessiert. Fehlende Anwesenheit am Arbeitsplatz hat niemanden in den Behörden interessiert. Falls doch mal jemand in den letzten Jahren in die Personalakte geguckt hat, was ja theoretisch möglich ist, da stand nichts, hat aber auch niemanden interessiert. Ich denke, das geht so nicht. Ich höre hier auch immer wieder den Hinweis auf die Zeit, wo jemand anders Verantwortung hatte, ob es jetzt Herr Behrens war, Dr. Wolf oder jetzt Herr Minister Jäger. Wenn man ein Ministerium übernimmt, dann muss man gucken, ob alles in Ordnung ist. Das scheint aber hier nicht passiert zu sein. Meine Damen und Herren, mit dem Gebot der Schriftlichkeit, bei dem Gebot der Schriftlichkeit handelt es sich um ein für die moderne Verwaltung wesentliches Prinzip. Das soll die Unpersönlichkeit und Kontrollierbarkeit der Amtsführung der Minister und Führungskräfte gewährleisten. Das Gebot der Schriftlichkeit ist deshalb ein sinnvolles Element jeder Demokratie, jeder Bürokratie. Entschuldigung. Ich habe vor einem Jahr in einer Kleinen Anfrage gefragt, in welcher Art und Weise öffentliche Stellen in Nordrhein-Westfalen ihre Geschäftsverteilungs- und Aktenpläne allgemein zugänglich machen. Das ist nämlich seit dem Jahr 2001 eine Pflicht, die sich aus dem Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen ergibt. Die durchgängige Antwort für die Dienststellen des Ministeriums für Inneres und Kommunales und aller Polizeibehörden lautet, der Aktenplan wird derzeit überarbeitet. Aus Beamtendeutsch übersetzt heißt das wohl, da haben wir nichts. Herr Jäger, fühlen Sie sich auch jetzt nicht dafür zuständig, dass sich Ihre Behörde nicht ans Gesetz hält? Brauchen wir vielleicht eine Organisationsaufsicht für das Ministerium, für Ihr Ministerium? Ich glaube, das bisher Gesagte über Nichtwissen nicht. Bezahlung von Personen, die so im Licht der Öffentlichkeit stehen, dabei keine Anwesenheit am Arbeitsplatz, das funktioniert doch nur, wenn da jemand von ganz oben seine Hand drüber hält. Oder es herrscht wirklich das totale Chaos im Ministerium. Die weitere Aufklärung werden wir dazu ganz genau beobachten. Noch ein Satz zum System Wendt. Ich denke, es ist klar, dass es hier kein Weiter-so geben kann. Die Aussagen von Herrn Wendt in Talkshows und Pressemeldungen müssen alle in einem neuen Licht betrachtet werden und haben für mich zunächst einmal den Stempel unglaubwürdig. Herrn Wendts Buchveröffentlichung mit dem Titel Deutschland in Gefahr, wie ein schwacher Staat unsere Sicherheit aufs Spiel setzt, durchaus nützlich für die Innenminister, um weitere Überwachungsgesetze durchzudrücken, auch hier unglaubwürdig. Es ist daher ein guter Schritt, dass sich der NRW-Landesvorstand der DVG erstmal von dem System Wendt losgesagt hat, damit hier in Nordrhein-Westfalen wieder ordentliche Gewerkschaftsarbeit gemacht werden kann. Das unterstützen wir. Und damit möchte ich schließen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Herrmann. Weitere